Was ist das für ein komisches Geräusch? Hier lang? Ja, da lang. Gut. Ab und an nochmal checken, wo wir lang müssen. Ach, schon wieder solche, ja. Ach, guck mal. Die haben ja ihre eigenen Freunde mitgebracht. Ach, weißt du was? Hier, Junge. Echt? Weil das ist mir nämlich zu blöd, mich mit so einem Typen auseinanderzusetzen. Suchrobot wartet an der Bank. Okay. Dann können wir ja gleichzeitig auch nochmal einen loslassen. Haust du rein, junger Mann. So, und da ist auch nochmal Leben. Boah, ja, ja, genau. Oh, guck mal da. Drei auf einen Streich, oder wie ist das? Schrotflinte, du bist mein Freund. So. Darf man jetzt umgehen und weitergehen? Ja, danke. Das ist zu ruhig hier drin. Ah ja. Wo nun hin? Zu Eli? Nein, weiter natürlich. So, jetzt haben wir aber den Anzug hier genug, lange genug getragen. Wir wollen sowieso erstmal noch die Rick fertig upgraden. Wir gucken mal, ob wir die Stase können wir leider nicht erweitern, weil irgend so ein Vollidiot vorhin die ganzen EN-Wandler für irgendwas ausgegeben hat. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer das war. Aber wenn ich den in die Finger kriege, ey. Ah, das können wir machen wenigstens. Also haben wir jetzt die Reichweite des Kinese-Moduls schon mal noch eben verändern, verbessern können. Und gucken jetzt nochmal eben, was wir dann noch an Anzügen haben. Der Erstkontaktanzug. Oder aber der Eva-Anzug. Ja, der sieht jetzt nicht so pralle aus, ne? Eva. Taktischer Anzug. Ne, arktischer Anzug. Achso. Legionärs. Ja, nehmen wir den jetzt wieder. Weil der hat mir von der Aufmachung her ein bisschen am besten gefallen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen, weiß ich ja nicht. Wäre ja möglich in der kurzen Zeit, die uns vielleicht noch bevorsteht, dass wir dann noch einen Anzug kriegen, das wäre natürlich möglich. Didim, didim, dim. Iron Man. Fast. So. Lade einen Freund ein, diese optionale Koop-Mission zu spielen. Ja. Das geht gerade nicht. Ich hab gerade keinen Freund, ja. Also nicht, mit dem ich das hier gerade jetzt mal ebenso spielen könnte. Aber ist ja auch egal. Wir wollen das Ganze ja sowieso im Solo-Mode spielen. Und oder noch weiter hin zu Ende erleben. Guck mal, Tote. Und da werden wir das alles auch so schaffen, oder? Hm. Was ist das? Ripcore. Noch so ein Ding. Ich höre irgendwo Leute oder so. Ich habe gerade eben so irgendeine Stimme oder was gehört. Hätten wir da vielleicht da mal eben da in die andere Richtung gehen müssen. Ich bin so neugierig, tut mir leid, aber ich muss mir das zumindest angucken, ob da irgendwas ist.
Da war doch irgendeine Stimme gerade. Ein Geist, ein Körper! Hat er sich jetzt selbst abgeknallt? Na toll. Alles Wahnsinnige. Wir haben es hier nur mit Bescheuerten zu tun. Das ist ja wunderbar. Tieferrohr mit vollem Zoom. Ey, geil. Wir kriegen gleich unser Scharfschützengewehr vielleicht noch. Das wäre natürlich richtig, richtig geil. Scharfschützengewehr gleichzeitig mit Raketenwerfer dran. Mann, das wäre so hammergeil. So, und was nun? Och nö. War da gerade wer? Oder habe ich mir das eingebildet? Nee, habe ich mir natürlich nicht eingebildet. Scheiße. Wo seid ihr? Kommen die erst ab einer bestimmten Reichweite raus, oder? Ja, dann kommt her. Papa hat da was für euch. So, Jungs, was ist los? Ja, was ist los? Was ist hier los, Jungs? Hä? Ja? Hä? Ja? Ja, was geht? Was geht? Guck mal hier. Bam. Da war gerade auch noch einer. Da war doch gerade irgendwas dahinter. Na komm her. So, Junge. Was geht denn hier? Ah, fuck. Wie ist denn der jetzt da rübergekommen? Na toll. Ich bin halt auch ein Scharfschütze. Komm her! Bam, ey, Junge, das ist ja wohl nicht wahr. Blöden Monster wollen auch noch mit einem Verstecken spielen, das ist ja wohl nicht wahr. Ich habe jetzt, glaube ich, dreimal nacheinander, ist ja wohl nicht wahr gesagt. Und dadurch, gerade das wiederholt habe, dass ich das... ist ja geil. Was war das? Ist da irgendwo ein Artefakt? Ein Artefakt. Ein Unitologist-Artefakt. Yeah! Wieder Schwachsinn hören. Jetzt auf ihrem Channel. Schwachsinn. Tägliche Gedanken. Jacob Danik. Meine Geduld, wie auch unsere Anzahl, schwindet zusehends. Es macht mich rasend, dass das rücksichtslose Verhalten eines einzelnen Mannes die Ausrottung unserer gesamten Existenz zur Folge haben kann. Sollte Isaac Clarke Erfolg haben, wird die Menschheit aussterben. Unser einziges Vermächtnis wird aus Staub und Fäulnis bestehen. Die einzige Hoffnung für unsere Zukunft ruht im Plan der Marker. Unsere einzige Hoffnung auf Erleuchtung, auf Harmonie und Friede besteht darin, alle Gräuel, die die Menschheit gesät hat, ungeschehen zu machen. Habt keine Angst, irgendwann wird Isaac nachgeben. Es gibt Mittel und Wege, selbst einen schwierigen Mann wie ihn zu überzeugen. Also, mit dem Töten der ganzen Menschheit will man die Menschheit retten. Alles klar, macht Sinn. Habe ich verstanden bis hierhin. Und natürlich sind die Mittel und Wege, Isaac hier irgendwie zu überzeugen, sind natürlich die alte. Was auch sonst. Die werden sich probieren, irgendwie die Eli zu packen. Die dann als Druckmittel gegen den Isaac einsetzen. Und sich dann wie ganz, ganz tolle Männer fühlen, weil die halt geschafft haben, eine Frau zu kidnappen. So, wer will zuerst? Okay, für unten brauchen wir oder kriegen wir vielleicht sogar noch eine Karte. Was ist das? Das sieht aus, als wäre ja...
Ist ziemlich sauber geschnitten, ne? Ist hier einer mit dem Laser gewesen. Ach nee, nicht schon wieder. Na, kommt raus. Ich habe keine Lust jetzt, mich mit euch so lange zu beschäftigen wie vorhin. So. Fresse dick. Ah, lass mich in Ruhe, Mann. Boah, ja, kommt halt auch noch von hinten. Boah, Junge, echt mal, ne? Nein! Wirf mich nicht nochmal um, du Sau! So. Und was nu? Haben wir jetzt alle Platz? So, ich will jetzt langsam mal mein Scharfschützengewehr an. Damit, wenn die mit ihrem Schädel, mit ihrem kleinen dreckigen Schädel, da irgendwo rausgucken, damit wir die direkt über den Haufen holzen können. Kleinen Monster, ja. Oh, noch ein Artefakt oder irgendwas. Gucken wir mal, was ist es diesmal? Datenbank, persönliches Log. Dr. Alexei Ubrochev, der schon wieder. Die extrahierte Eiskerne sind spektakulär. Das Eis ist nicht in einem berechenbaren Muster geschichtet, wie man es nach Millionen von Jahren graduell Ablagerung erwarten würde. Stattdessen lässt es auf eine einzige Periode großer Einbrüche gefolgt von einem plötzlichen und dramatischen Klimawandel schließen. Was habe ich gesagt? So unmöglich es auch sein mag, aber ich glaube, der Planet hat an einem einzigen Tag eine Eiszeit durchlebt. Nur wie kann das sein? Mit jeder Entdeckung, die wir machen, werden wir neue Fragen aufgeworfen. Glücklicherweise haben uns Dr. Serranos Experimente zur Signalortung einen Pfad gewiesen, der tief in das unter das Eis führt. Und ich vermute, dass wir dort alle Antworten bald finden werden. Wette machen, es gibt einen Teil 4. Wollte ich nur mal so als unwichtige Meinung, die ich so habe, kundtun. So, noch irgendwas? Nehmen wir das alles mal irgendwo noch mit, ne? Da oben ist nichts. Ich sehe da auch keine Kiste mehr. Nichts leuchtet. Nichts brummt. Ah, da. Guck mal da. So, haben wir das noch. Und mein Radar ist ausgegangen. Super, wir können weitergehen. Wir müssen da rein. Ja, wir müssen da rein. Go, go! Bezeugen können, stellt die Menschheit fast zwanghaft rote Marker her. Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar. Vielleicht sogar noch mehr. Ja. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Schon klar. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Ja, ja, klar. Natürlich. Ripcore-Erweiterung, yeah. Zielfernrohr mit vollem Zoom. Und drei Sucherbots sind zurückgekehrt. Boah, das ist doch schon mal ein bisschen was. Leider kann ich noch keine neue Waffe herstellen, sehe ich gerade. Also zumindest nicht laut Plan. Suchergewehr. Das könnten wir herstellen. Sehe ich gerade.
Und Röhren. Was ist denn und Röhren? Teamfavorit. Ein Stasi-verstärkter Galvanisier plus Energiekanone modifiziert, um Gegner mit jedem Schuss zu bremsen. Lol. Wofür denn das? Stolperfalle, klingt schon blöd. Reparatur, Säure, Locher. Locher, toll. Sehe ich aus, als wäre ich im Büro unterwegs, oder was? Teamfavorit. Eine Maschinenpistole plus Magnetripper, gezielte für Co. Will ich gar nicht wissen. Ja, mal gucken. Vielleicht später noch das Suchergewehr. Oder war das Suchergewehr nicht das? Gewehr mit Zielfernrohr. War das Suchergewehr nicht das? Das, was wir da gebaut hatten, was zur... Weiß ich gar nicht. Wir können ja mal gerade hier gucken. Hergestellte Waffen. Bla. Sondenwaffe. Nee, dann war das vielleicht was anderes. Schwerer Standardrahmen. Weiß ich nicht. Später mal gucken. Was wollte ich denn überhaupt gucken jetzt gerade? Ah ja, genau. Das wollte ich wegmachen. Und das wollten wir auch ablegen. Und dafür nehmen wir uns dann jetzt das und das noch eben wieder mit. Und Objekte herstellen und bauen uns nochmal so ein paar Munitionsclip. Und dann soll es aber auch hier wieder gewesen sein. Weil wir wollen ja noch weiter. Nachladen und plus 1 Feuerrate. Schön. Mal gespannt. Ich bin die ganze Zeit durchgehend gespannt, ich weiß. Schlüsselkarte zur Mülldeponie. Mülldeponie erkunden ist eine optionale Mission anscheinend. Und da wir hier ja alle optionalen Missionen irgendwie in der letzten Zeit oder eigentlich generell mitnehmen, werden wir das wahrscheinlich auch machen. Ich weiß, dadurch zieht sich die Spielzeit ein ganzes Stück in die Länge. Heißer Tod. Was? Geil. Aber so sehen wir zumindest eine ganze Menge bis fast alles vom Spiel. Das da, Earthgov-Raum. Okay, toll. So, dann aktivieren wir das, glaube ich, aber auch doch mal, oder? Mission da. Mülldeponie erkunden, das machen wir eben. Das heißt für uns, wir müssen wahrscheinlich nochmal ein Stück zurück. Ja, richtig. Das ist ja da, wo wir gerade eben die Schlüsselkarte nicht für hatten. Wir beeilen uns aber. Wir nehmen schon wieder heute eine Stunde 20 Minuten auf. Wahnsinn. Ja, in der letzten Aufnahme haben wir über 3,5 Stunden aufgenommen. Mal schauen, wie weit wir jetzt hier kommen mit der Nebenmission. Haben wir in der letzten Aufnahme auch sogar auch noch eine Nebenmission gemacht. So, lass mal einen von den Jungs hier. Haben wir ja noch zwei dann. Sollte ja schnell gehen, die Mülldeponie ist ja direkt hier unten. Wobei ich da vielleicht auch wieder große Töne spucke, weil dieses Lager allein schon riesig groß ist. Somit könnte es natürlich auch sein, dass dann die Mülldeponie, die dazugehört, ein Stück größer ist, wie man das so auf den ersten Blick erwarten würde. Aber das sehen wir jetzt gleich. Was hat er eigentlich auf seinem kleinen Display drauf? Weiß man nicht. War ich hier nicht schon mal, sag mal. Nö. Die haben nur irgendwie alles ziemlich gleich gebaut. Da ist sowas. Da ist sowas. Sieht zumindest ja alles ziemlich gleich aus, ne?
Wo fahren wir jetzt hin? Okay. Ziemlich viele Gänge sehe ich gerade. Also zumindest hier Luftschächte und so. Das heißt, die Party wird jetzt gleich starten. Hier sind schon wieder Marker auf dem Boden gemalt worden. Das ist natürlich sehr cool. Was denn, das war schon? Optionale Mission. Was? Boah, lass mich doch einfach in Frieden, Junge. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Jungs! Nein! Nein, 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 nein! Nix da, nix da, nix da, Junge! Boah, Junge, ey! Ist ja wohl nicht wahr. Manch einmal seine Ruhe.